vor. Um ehrlich zu sein, fehlen mir so ein bisschen die Worte gerade, weil wir eigentlich über weite Strecken ein richtig gutes Spiel machen, mit Leidenschaft, mit Herz uns in die Zweikämpfe werfen, in Führung gehen, Gegentor fressen, wieder in Führung gehen und dann einfach wieder zu viele Gegentore kassieren und werden dann halt wieder gnadenlos bestraft. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so leicht, aber einfach der ersten Hälfte sich hochziehen zum Beispiel, an den vielen guten Aktionen, die wir hatten. Aber ich kann natürlich verstehen, dass jetzt bei vielen erstmal die Köpfe unten sind. Das ist natürlich nicht leicht, weil wir, wie gesagt, eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Wir nur leider viel zu viele von so eigentlich guten Spielen haben, wo wir die bessere Mannschaft sind, aber uns einfach dann nicht am Ende belohnen. Ich glaube, dass wir auch heute die bessere Mannschaft waren. Und Dresden macht halt 4 Tore und wir nur 2. Und am Ende ist das, was zählt. Ja, ich finde das eigentlich genau scheiße, weil ich würde natürlich am liebsten jetzt direkt weitermachen und uns direkt wieder besser machen. Aber vielleicht ist es auch nicht mal verkehrt, dass man mal mit der Familie ein bisschen durchpusten kann, mal auf andere Gedanken kommen kann. Und ich denke, wir wollen uns trotzdem nicht verstecken. Wir sind eine geile Mannschaft. Wir müssen einfach nur mal so Ergebnisse ziehen, so Spiele ziehen, weil wir eigentlich immer gut arbeiten, viel Gas geben, viel Leidenschaft an den Tag legen und uns einfach noch nicht belohnen.